Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 16. Lernvideo. Es geht immer noch um Funktionenfolgen und wir möchten in diesem Video insbesondere zeigen, dass der Raum der stetigen Funktionen auf Kompakter ein Banachraum ist. Ja, ich möchte zunächst den Begriff der gleichmäßigen Konvergenz einer Funktionenfolge wiederholen. Wir hatten den Begriff im letzten Lernvideo eingeführt und etwas diskutiert. Und wir möchten die Situation anschauen, wo wir uns Funktionen anschauen, die auf einer Menge d definiert sind und beschränkt sind. Das heißt, die Fn's bilden eine Folge im Raum der beschränkten Funktionen auf einer Menge d und der Einfachheit halber schauen wir uns jetzt nur reellwertige Funktionen an. Der Grenzwert wird dann auch eine Abbildung sein von d nach r. Und wenn wir eine gleichmäßige Konvergenz haben, dann haben wir das letzte Mal schon gezeigt, dass dann auch der Grenzwert ebenfalls beschränkt sein muss. Ja, und die gleichmäßige Konvergenz war eben dann definiert, dass man für jedes Epsilon größer 0 einen Index n0 finden kann, sodass für alle Folgenglieder nach n0 Folgendes gilt. Für einen beliebigen Punkt aus dem Definitionsgebiet ist der Abstand von fnx minus fx kleiner als Epsilon. Ja, wenn wir es mit vektorwertigen Funktionen zu tun hätten, würde hier statt dem Betrag eben die Norm stehen, aber im Fall reellwertiger Funktionen sieht es so aus. Und man kann natürlich, da hier die Abschätzung ja gleichmäßig in x gilt, ne, für alle x, ist der Abstand kleiner Epsilon, kann man das auch äquivalent formulieren, indem man statt diesem Ausdruck in den Klammern einfach schreibt, Fn minus f in der Supremumsnorm ist kleiner als Epsilon. Ja, und was man dann eben sieht, ist, dass da dann eigentlich nichts anderes steht als die Aussage, dass Fn in der Supremumsnorm gegen f konvergiert. Und genau das ist die Aussage des ersten Satzes, den wir uns hier anschauen. Ja, der Satz sagt also Folgendes: Wenn wir uns eine Funktionenfolge von beschränkten Funktionen auf einer Menge d ansehen, dann sind äquivalent zum einen die Konvergenz bezüglich der Supremumsnorm und zum anderen die gleichmäßige Konvergenz. Warum das richtig ist, haben wir uns ja gerade klar gemacht. Ja, das ist ein wichtiger Satz, denn wir haben hiermit festgestellt, dass gleichmäßige Konvergenz als Normkonvergenz charakterisiert werden kann. Und hier ist es auch nochmal gut, sich daran zu erinnern, dass der Raum der beschränkten Funktionen zusammen mit der Supremumsnorm einen Banachraum bilden, einen vollständigen normierten Raum. Und das hat nun Konsequenzen für die gleichmäßige Konvergenz. Denn wir wissen nun, wenn wir also eine Folge von Funktionen haben im Raum der beschränkten Funktionen, die gleichmäßig konvergiert, dann ist es ja nichts anderes als die Aussage, dass Fn gegen f in dem Banachraum der beschränkten Funktion mit der Supremumsnorm konvergent ist. Und das bedeutet beispielsweise, dass wir wissen, dass eben die Fn's dann eine Cauchy-Folge bilden bezüglich der Supremumsnorm. Oder eine andere Beobachtung ist, wenn wir uns die Einheitssphäre anschauen in dem normierten Raum, das heißt die Menge aller Funktionen f, deren Supremumsnorm 1 ist, dann ist das eine abgeschlossene Menge. Und das bedeutet, wenn wir jetzt in dieser Einheitssphäre eine Funktionenfolge ansehen, die gleichmäßig konvergiert, dann wissen wir ja, dass die Funktionenfolge eben bezüglich der Norm konvergent ist, aber die Menge ist abgeschlossen bezüglich Normkonvergenz und damit muss auch der Grenzwert in der Einheitssphäre drin liegen. Ja, also die gleichmäßige Konvergenz für Funktionenfolgen beschränkter Funktionen ist also durch eine Norm charakterisiert, nämlich durch die Konvergenz bezüglich der Supremumsnorm. Eine ähnliche Charakterisierung gibt es jetzt für die punktweise Konvergenz nicht. Das heißt, man kann keine Norm auf dem Raum der beschränkten Funktion einführen, sodass eine Folge genau dann punktweise konvergiert, wenn sie bezüglich dieser Norm konvergieren würde. Und es gibt auch keine Metrik, die die punktweise Konvergenz charakterisieren kann.
Zumindest nicht für allgemeine Definitionsgebiete D. Wenn D eine endliche Menge ist, dann stellt man fest, dass punktweise und gleichmäßige Konvergenz das gleiche ist. Da können Sie ja mal drüber nachdenken. Und dann ist auch die punktweise Konvergenz durch die Konvergenz bezüglich der Supremumsnorm charakterisiert. Ja, dieser Satz ist wahrscheinlich jetzt die wichtigste Erkenntnis aus diesem Kapitel. Nämlich hier sehen wir, dass wenn wir den Raum der stetigen Funktion auf einem Kompaktum mit der Supremumsnorm ausstatten, dass wir dann einen vollständigen Raum haben, also einen Banachraum. Man kann das hier so formulieren, wenn wir also ein K haben im Vektorraum KD, RD oder CD und diese Menge ist kompakt, das heißt in diesem Fall, die ist abgeschlossen und beschränkt, dann ist die Menge aller oder der Vektorraum aller stetigen Funktionen auf dieser Menge ein abgeschlossener Unterraum der beschränkten Funktion. Und weil das hier ein Banachraum ist, muss dann CK als abgeschlossener Unterraum auch ein Banachraum sein. Okay, wie beweist man das? Da gibt es ja zwei Aussagen. Zum einen müssen wir zeigen, dass dieses hier tatsächlich ein Unterraum ist. Und zum zweiten müssen wir zeigen, dass dieser Unterraum abgeschlossen ist. Ja, fangen wir mit der ersten Behauptung an, nämlich die Behauptung, dass CK ein Unterraum ist von BK. Nun, hierzu ist zunächst zu sagen, dass wir bereits wissen, dass der Raum der stetigen Funktion ein Vektorraum ist. Das heißt, wir müssen nur nachweisen, dass das hier eine Teilmenge von BK ist. In anderen Worten, zu zeigen ist, dass wenn wir eine stetige Funktion haben auf K, dann ist die Funktion auch schon beschränkt. Und dass das richtig ist, ist klar, denn als Element von CK ist F stetig und da K kompakt ist, nimmt F nach dem Satz von Maximum und Minimum eben Maximum und Minimum an und damit ist F eine stetige Funktion. Das heißt, dieser Satz vom Maximum und Minimum impliziert schon, dass f beschränkt ist und die Nummer dieses Satzes war 1,57. Ja, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Da müssen wir also zeigen, dass der Raum der stetigen Funktion ein Unterraum ist vom Raum der beschränkten Funktion. Ja, zunächst ist klar, dass CK ein Vektorraum ist. Das heißt, es genügt zu zeigen, dass CK eine Teilmenge von BK ist. Und das heißt, wir müssen nur zeigen, dass wenn wir ein F aus CK nehmen, das heißt eine Funktion, die stetig ist, auf K, dann ist diese Funktion F beschränkt. Und das folgt aus dem Satz vom Maximum und Minimum. Das war Satz 1,57, der ja sagte, stetige Funktionen auf kompakter nehmen ihr Maximum und Minimum an und das Bild solcher Funktionen ist beschränkt. Dann der zweite Teil besteht nun darin, zu zeigen, dass CK abgeschlossen ist im Raum der beschränkten Funktion mit der Supremumsnorm. Dazu sei Fn eine Folge in CK. Und die Folge sei gleichmäßig konvergent, beziehungsweise konvergent bezüglich der Supremumsnorm. Und der Grenzwert f ist eine beschränkte Funktion. Und was wir jetzt zeigen müssen, ist, der Grenzwert ist sogar stetig. Ja, und auch das haben wir eigentlich schon bewiesen, denn im letzten Lernvideo haben wir gezeigt, dass wenn wir eine Folge stetiger Funktionen haben, die gleichmäßig konvergent ist, dann muss der Grenzwert auch stetig sein. Und das haben wir in Lemma 1,94 bewiesen. Okay, damit haben wir diesen Satz gezeigt. Ja, in diesem Satz haben wir uns der Einfachheit halber auf die Situation zurückgezogen, dass wir uns kompakter von RD oder CD ansehen. Dort sind ja kompakter dadurch charakterisiert, dass es einfach beschränkte und abgeschlossene Mengen sind. Aber der Satz geht
Die Aussage des Satzes und auch der Beweis funktionieren genauso im Falle, dass dieses K eine kompakte Menge in einem metrischen Raum ist. Auch dann ist die Aussage richtig. Allerdings kann man nicht auf die Kompaktheit verzichten. Ein Problem, das sich ergibt, wenn man sich stetige Funktionen auf möglicherweise nicht kompakten Mengen ansieht, ist, dass die stetigen Funktionen dann nicht mehr beschränkt sein müssen. Hier ist ein Beispiel, wenn wir statt dem Kompaktum jetzt eine offene Menge d, zum Beispiel das offene Intervall 0,1 betrachten, dann ist eine stetige Funktion auf dieser Menge beispielsweise durch die Funktion 1 durch x gegeben. Das ist also eine Funktion, die stetig ist auf d, aber diese Funktion ist eben nicht beschränkt. Das heißt, dieses f ist kein Element der beschränkten Funktion und damit kann ich auch nicht mit der Supremumsnorm operieren. Jetzt gibt es Situationen, wo man dennoch gerne so eine Banachraumstruktur haben möchte für stetige Funktionen auf nicht kompakten Mengen. Zum Beispiel schaut man sich gerne den Raum der stetigen Funktion auf RD an. Und eine Möglichkeit, was man dann tun kann, um trotzdem mit der Supremumsnorm einen Banachraum zu bekommen, ist, dass man den Raum einstrengt, indem man sich nur Funktionen anschaut, die zwar stetig sind, aber zusätzlich noch beschränkt. Und man führt dann hier diese Notation ein, schreibt ein kleines b für beschränkt oder bounded als Index an das c und meint damit dann als Menge oder als Vektorraum erstmal die Menge aller stetigen Funktionen, die beschränkt sind und auf RD definiert sind. Und diesen Raum kann man jetzt mit der Supremumsnorm ausstatten. Für jedes Element aus diesem Vektorraum ist diese Supremumsnorm endlich. Ist ja eine Teilmenge vom Raum der beschränkten Funktion. Und man kann auch zeigen, dass dieser Raum wieder ein abgeschlossener Unterraum ist und damit ist beispielsweise dieser Raum ausgestattet mit der Supremumsnorm auch ein Banachraum. Ja, wir möchten zum Schluss ein Beispiel diskutieren, das zeigt, dass im unendlich dimensionalen normierte Räume nicht unbedingt vollständig sein müssen. Wir hatten ja bereits bewiesen, dass im endlich dimensionalen alle normierten Räume automatisch vollständig sind und damit Banachräume sind. Wir hatten dann Funktionenräume uns angesehen. Die Funktionenräume sind die typischen Beispiele für unendlich dimensionale normierte Räume. Und die Beispiele, die wir aber diskutiert hatten bisher, der Raum der beschränkten Funktion mit der Supremumsnorm oder der Raum der stetigen Funktion mit der Supremumsnorm, das sind eben alles Banachräume. Und in diesem Beispiel wollen wir jetzt zeigen, dass das im Allgemeinen nicht so ist. Es ist eigentlich so, dass im unendlich dimensionalen die normierten Räume typischerweise nicht vollständig sind und man zum Teil erst arbeiten muss, um eine Norm zu finden, die dann aus dem normierten Raum einen Banachraum macht. Okay, dieses Beispiel ist folgendes. Wir schauen uns das abgeschlossene Intervall minus 1, 1 an. Das ist eine kompakte Menge. Und wir schauen uns den Vektorraum der stetig differenzierbaren Funktionen auf i an. Stetig differenzierbare Funktionen sind automatisch stetig und damit ist das hier ein Unterraum des Vektorraums der stetigen Funktion. So, diesen statten wir wie immer mit der Supremumsnorm aus und wir behaupten, dass dieser Unterraum der C1-Funktion eben nicht abgeschlossen ist im Raum der stetigen Funktion. Ja, und daraus folgt nun letztlich, dass der C1 ausgestattet mit der Supremumsnorm kein Banachraum sein kann. Denn wäre er ein Banachraum, dann müsste C1 in C eben abgeschlossen sein. Okay, wie beweisen wir das? Nun, wir werden eine Folge UN konstruieren, eine Folge von C1-Funktionen, die gleichmäßig konvergiert, also bezüglich der Supremumsnorm konvergiert und einen Grenzwert hat, die Grenzfunktion U0, die nur stetig ist, aber nicht stetig differenzierbar. Na, dann, wenn wir sowas finden, dann sehen wir aufgrund der Folgencharakterisierung der Abgeschlossenheit, dass der C1 eben nicht abgeschlossen sein kann. Ja, die Konstruktion der Folge UN ist
explizit hier. Und zwar wird die so gebaut sein, dass sie gegen die Betragsfunktion, die hier mit U0 bezeichnet wird, konvergiert. Der Grenzwert der Folge ist also U0. Und daher möchte ich mal die Betragsfunktion hier hinmalen. Zunächst mal ein Koordinatensystem. Und dann sieht die Betragsfunktion in etwa ja so aus. Und die Betragsfunktion ist eben stetig und hat aber hier einen Knick und damit ist sie bei 0 nicht stetig differenzierbar. Ja, wie approximiert man nun die Betragsfunktion durch C1-Funktion? Die Idee ist, dass man zunächst mal der Betragsfunktion folgt und wenn man sich dem Knick nähert, dann ersetzt man den Knick durch einen Bogen. Sieht ungefähr so aus und folgt dann wieder der Betragsfunktion. Und wenn man jetzt eine bessere Approximation erhalten möchte, dann wird man diesen Bogen immer mehr in die Ecke drücken. Das könnte dann etwas so aussehen. Und so weiter. Auf dieser Weise erhält man eine Folge, die, wenn n gegen unendlich geht, gleichmäßig gegen die Betragsfunktion konvergiert. Ja, diese Folge können wir jetzt auch explizit hinschreiben und dazu brauchen wir zunächst mal so eine Hilfsfunktion, die hier u genannt ist. Schauen wir uns dieses u mal genau an. Das u geht von r nach r und hier hat es eine Fallunterscheidung. Wir müssen unterscheiden, wenn der Betrag von x kleiner gleich 1 ist oder größer als 1. Das heißt, um die Fallunterscheidung gleich besser darstellen zu können, zeichne ich hier mal in den Funktionsgraphen das Intervall minus 1, 1 an. Und wenn wir jetzt einen Punkt uns ansehen, der außerhalb dieses Intervalls liegt, dann sind wir in diesem unteren Fall, dann ist u von x gerade das gleiche wie u0 von x, also Betrag von x. Das heißt, außerhalb des Intervalls folgen wir einfach der Betragsfunktion. Das sieht dann etwas so aus. Innerhalb dieses Intervalls ist u eine Parabel, die verschoben ist. Die Parabel ist nach oben geöffnet und nach oben verschoben. Und die ist gerade so skaliert und verschoben, dass sie sich an diese zwei Arme hier stetig anschmiegt. Und das sieht dann etwa so aus. Das ist also unsere Parabel. Das heißt, dieses Bild hier. Diese rosa Linie ist der Funktionsgraph von u. Ja, man kann nun einfach nachprüfen, dass diese Funktion stetig und auch stetig differenzierbar ist. Dazu stellt man einfach fest, dass zum einen die Parabel stetig differenzierbar ist, als auch die Betragsfunktion ist stetig differenzierbar weg von der 0. Und dann überprüft man nur die Stetigkeit am Übergang bei diesen Rändern des Intervalls minus 1, 1. Also dann, wenn der eine Fall in den anderen Fall übergeht, muss man einfach nachweisen, dass dann die Funktionswerte dieser beiden Funktionen identisch sind und auch die Funktionswerte der Ableitung dieser Funktion. Und dann sieht man in der Tat, dass die so definierte Funktion eine C1-Funktion ist. Ja, und diese Funktion nimmt man nun, um die Folge un zu konstruieren. Und das passiert hier. Was macht man hier? Man nimmt das u und reskaliert dieses u auf diese Art und Weise. Zunächst stellt man fest, wenn das n gleich 1 ist, dann steht hier einfach u1 ist gleich u. Das heißt, wir haben diese Identität hier. Wenn jetzt n gleich 2 wäre, dann würde hier die Fallunterscheidung eintreten, wenn 2 mal x kleiner gleich 1 ist, das heißt, wenn Betrag x kleiner ein halb ist. Und das würde bedeuten, dass man außerhalb dieses Intervalls hier mit der Betragsfunktion identisch wäre. Und innerhalb dieses Intervalls würde man nun also eine Parabel haben. Würde also so aussehen. Und dann kann man sich klar machen, wenn man das n immer größer wählt, dann drückt man sozusagen, wie bereits beschrieben, dieses Parabelstück immer weiter in die Ecke hinein. Und auf einem immer größeren Bereich der reellen Achse ist das un dann mit der Betragsfunktion identisch.
Was man sich auch klar machen kann, ist, dass durch diese Reskalierung eine Funktion rauskommt, die wieder C1 ist. Das ist also richtig. Und wir möchten uns jetzt nur noch klar machen, dass diese UNs tatsächlich in der Supremumsnorm gegen U0 konvergieren. Ja, um diese Abschätzung zu sehen, müssen wir also für einen beliebigen Punkt x die Differenz von UNx minus U0x berechnen. Und da gibt es jetzt zwei Fälle. Entweder ist Betrag von x größer als 1 durch n oder anders gesagt n mal x. Diese Zahl hat einen Betrag, der größer ist als 1. Und das bedeutet, wenn man dann die Definition hier sieht, dass man in dem Fall ist, wo man die Betragsfunktion sieht. In dem Fall ist also hier unx das gleiche wie 1 durch n mal nx minus Betrag von x. Und dann sieht man aufgrund der absoluten Homogenität des Betrages, dass hier Betrag x minus Betrag x steht und das ist 0. Das passiert also in diesem Fall, wenn man weg vom Ursprung ist. Und wenn man am Ursprung, in der Nähe des Ursprungs sich befindet, ja, dann muss man eben einsetzen, was dort steht. Dort steht dann 1 durch n. Und jetzt muss ich nx in diese Parabel einsetzen. Also 1 halb n Quadrat x Quadrat plus 1 halb. Und wir müssen dann einfach den Betrag von x noch abziehen. Und das passiert also in diesem Fall. Ja, und in dem Fall möchten wir jetzt weiter abschätzen. Zunächst rechnen wir mal aus, was dort steht. Da steht also 1 halb mal n Quadrat mal x Quadrat durch n. Das ist 1 halb n mal x Quadrat plus 1 durch 2n minus Betrag x. Jetzt benutzen wir die Dreiecksungleichung, um zu sehen, dass es also kleiner gleich ist als 1 halb mal n mal Betrag x Quadrat. In diesem Fall ist aber Betrag x kleiner als 1 durch n, das heißt x Quadrat ist hier kleiner gleich 1 durch n Quadrat und das heißt, der Betrag dieses ersten Terms ist dann kleiner gleich 1 durch 2n. Den nächsten Term können wir abschreiben, da kommt nochmal 1 durch 2n hin. Und dann im letzten Fall haben wir einfach Plusbetrag von x, aber x hat einen Betrag kleiner als 1 durch n, das heißt, ich kann hier nochmal so einen Term dazu schreiben. Ja, und wenn wir das dann zusammenzählen, sehen wir, dass da gerade eine Abschätzung insgesamt nach oben durch 2 über n rauskommt. Na, und diese Abschätzung, die hier steht, gilt eben für beliebige x und deshalb folgt, dass die Supremumsnorm der Differenz dieser beiden Funktionen durch 2 über n abgeschätzt werden kann. Und das bedeutet nun, wenn n gegen unendlich geht, dann konvergiert un gleichmäßig gegen u0. Und da u0 nicht stetig differenzierbar ist, aber die Folge im Raum der stetig differenzierbaren Funktion liegt, bedeutet das, dass eben der C1 nicht abgeschlossen sein kann bezüglich der Supremumsnorm. Ja, eine letzte Bemerkung zu diesem Beispiel ist, dass man sagen kann, dass die Supremumsnorm einfach zu schwach ist, um aus diesem C1 einen Banachraum zu machen. Was man nämlich zeigen kann, ist, dass man, wenn man diese stärkere Norm betrachtet, dass dann tatsächlich der C1 ein Banachraum wird. Was ist der Unterschied? Bisher hatten wir nur diesen Teil der Norm betrachtet. Wenn wir jetzt noch die Supremumsnorm für die Ableitung hinzunehmen, dann kriegen wir eine stärkere Norm. Diese Norm kontrolliert die Supremumsnorm von f trivialerweise, ist also damit stärker. Und dann kann man zeigen, dass tatsächlich der C1 vollständig wird. Ja, in diesem Abschnitt hatten wir uns meistens auf Funktionen zurückgezogen, die von einer Teilmenge aus dem RD nach R abbilden, also Funktionen dieser Form. Und man kann aber hier diese ganzen Sätze und Aussagen einfach verallgemeinern. Zum Beispiel kann man den Bildraum R ersetzen durch den KD, also einen endlich dimensionalen Vektorraum. Man kann den auch in manchen Sätzen durch einen beliebigen normierten Vektorraum ersetzen.
Und in den Abschnitten, wo es über stetige Funktionen geht, kann man das Definitionsgebiet D auch durch einen allgemeinen metrischen Raum ersetzen. Aber für uns ist vor allem diese Situation wichtig, dass man sich Funktionen ansieht, die eben auf einer Menge des RD definiert sind und nach R abbilden. Und damit sind wir am Ende des Abschnittes über Funktionenfolgen und auch des Kapitels über normierte Räume. Und in den nächsten Lernvideos wird es dann über die Differenzierbarkeit von Funktionen im Mehrdimensionalen gehen. Bis zum nächsten Mal.